Herr Staum, ein 15-Tore-Sieg gegen die Füchse Berlin. Ist man noch komplett zufrieden als Geschäftsführer mit der Leistung der Mannschaft? Ja, natürlich. Das kann man ja nicht erwarten. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass die Mannschaft so antwortet nach einem Pokal aus in Mannheim. Da waren wir alle sehr traurig. Und so eine Antwort hier mit so einer Leistung, das kann sich sehen lassen. Und natürlich bin ich auch sehr froh. Nächste schwere Aufgabe jetzt am kommenden Sonntag. Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die SG Flensburg-Handewitt. Sie waren früher mal Geschäftsführer. Wie ist diese Begegnung gegen die SG? Ich bin ja auch heute noch Geschäftsführer, aber eben nicht in Flensburg. Also ich habe da gute Bekannte, auch noch einige Freunde. Und trotzdem, wir gehen dahin und wir wollen das Achtelfinale überstehen, wollen in die nächste Runde. Das werden zwei heiße Dinger gegen Flensburg, wie immer. Und meistens sind wir dann irgendwie der Favorit, sagen jedenfalls alle. Aber bis jetzt haben wir die letzten Male in Flensburg immer sehr schlecht ausgesehen. Haben da eigentlich immer verloren, auch dank eines überragenden Matthias Andersson im Tor. Und am Ende ist es egal, ob du Favorit bist oder nicht. Hauptsache, du gewinnst die Spiele. Und Hauptsache, du gehst in die nächste Runde. Und das wollen wir versuchen. Gegen Flensburg hat es allerdings lokal Derby-Charakter. Kann da der Zuschauer ein Plus für Flensburg sein? Ja, aber das gilt ja für beide Mannschaften. Also was hier heute wieder los war. Und ich denke, das wird gegen Flensburg nochmal eine Schippe mehr. Und in Flensburg ist es genauso. Da geben die Fans auch alles. Also wie gesagt, aber ich glaube an uns. Und ich glaube, irgendwie werden wir da richtig gut auftreten. Eine ganz harte Woche. Reicht dann das Selbstvertrauen, was man heute getankt hat gegen den Gegner Lübeck am Mittwoch? Ja, also die Mannschaft ist, das sind alles Profis, das sind alles Topspieler. Das sind, unser Trainer weiß genau, wie er dosiert und wen er wann, wie, wo einsetzt. Und die leben damit. Wir haben eher ein Problem damit, dass wir aus dem Final Four oder dass wir nicht im Final Four stehen. Da haben wir nämlich 3,5, 4 Wochen Pause und das ist viel schwieriger dann mit diesen Spielern umzugehen, die das eigentlich gewohnt sind, alle 3 Tage irgendwie anzutreten. Das ist jetzt irgendwie gelernt und gekonnt. Gibt es für die Champions League eigentlich noch Karten? Nee, wir sind ausverkauft und das ist auch echt geil. Vielen Dank, dass ihr alle kommt. Danke.